Ach du Scheiße. Oh. Scheiße, Scheiße. Ich habe mich so tierisch verjagt. So, und jetzt? Im Zweifelsfall immer ins Büro zurück, ne? Oh, Scheiße. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh Gott, verstecken, verstecken, verstecken. Da liegt auch irgendwas. Verstecken. Hallo? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Diese scheiß Versteckmechanik hier. Kannst ja wohl in die Tonne treten. Ja. Boah. Ja, toll. Ey, bis der sich mal versteckt hat, ist der Geist weg. Das ist doch lächerlich. Gut, aber hier liegt eine neue Nachricht, habe ich gesehen. Sieh in meine Schublade. Ach, guck mal, jetzt ist er offen. Das Licht ist dein Freund. Ja, weg mit der Notiz. Eine Taschenlampe, wunderbar. Entschuldigung. So, kann ich die denn jetzt auch? Keine Batterien, das war so klar. Das war so klar. So, wo finde ich denn jetzt Batterien? Jetzt muss ich bestimmt die ganzen Schubladen nochmal durchgucken. Alter. Ich hoffe einfach mal, ich bin hier drin sicher. Ich will. Mensch! Oh, also dieser Versteckmechanik ist ein Krampf. Aber hier sind wir wenigstens versteckt. Hier hätte ich mal die anderen Verstecke sehen sollen. So, nebenbei mache ich die Schublade auf. Und dann soll dieser blöde Geist sich verbissen. Geh weg, du dumme Oma! Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht ins Büro kommen. Da übrigens jetzt in der Mitte des Bildschirms, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann, da ist so eine Post-it-Notiz mit dem Passwort Michelangelo. Man kann also alle Informationen, die das Spiel zu bieten hat, auch außerhalb der E-Mails finden. Und jetzt geh endlich weg! Zumindest ist die Musik aus. So, da sind keine Batterien drin. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Steht doch direkt vor der Tür hier. Hallo? Da stand sie, da stand sie. Huch, ist sie weg jetzt? Tatsache. Ich mache prinzipiell die Türen hinter mir zu. So, Batterien. Irgendwo müssen noch so dämliche Batterien sein hier. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich von unten angefangen. Oh, diese Steuerung ist ein Krampf. Hallo. Die ist auch leer. An die unterste komme ich nicht dran. Oh, sag mal. So. Omi. Oh,
Oh, ich muss mich heute noch vollspannen, das ist furchtbar. Ja, jetzt sitzt man hier wieder. Weg! Aber wenigstens hat man immer so einen Indikator, ob sie jetzt auf dem Weg ist oder nicht, mit dem Gegrissel und mit der Musik. Ach ja, so sieht es also unter meinem Schreibtisch auf. Wir sind hier übrigens super versteckt, wie ihr seht. Also, hier findet ihr uns nie. Ich wüsste ja gerne, ob hier vielleicht eine Batterie drin ist. Okay, ich vermute mal, wenn die Musik weg ist, können wir rauskommen. So, Batterie? Batterie? Natürlich nicht. Ist sie hier vor der Tür irgendwo? Ich habe Angst. Wo ist sie? Okay, scheint weg zu sein. Auch keine Batterie. Das ist ja wunderbar. Hier irgendwo da. Ja, Batterie benutzt, ist mir egal. Hauptsache Batterie. Ach Leute, macht das nicht mit mir. Kann man sich hier verstecken? Ja, hier kann man sich verstecken, okay. Gut zu wissen. Falls Omi jetzt wieder zum Spielen kommt. Uah. So, Batterien. Die sind auch so klein, die siehst du ja fast gar nicht. Versteck dich! Es würde mich überraschen, wenn sie uns hier nicht findet. Ja. Oh, ich frage mich, wie viele Batterien wir sammeln müssen. Ja. Diese Wartezeiten. Oh, ich glaube, ich höre sie kommen. Auf jeden Fall wird dieses, das eine Geräusch wird lauter. So ein Summen, Surren. Ich kann sowas immer schlecht beschreiben. So, ich riskiere es jetzt einfach. Ich komme jetzt wieder raus. In der Fensterbank vielleicht irgendwo Batterien? Da steht sie doch. Ich kann sie doch sehen. Sie soll sich mal verpissen. Geh weg. Ich gucke nebenbei nochmal, ob ich hier irgendwelche Batterien übersehen habe. Nein. Oh, die guckt schon so böse. Mein Gott, wenn ich jetzt wüsste, ob ich jetzt da hinten hin kann oder ob sie mich dann anfällt, obwohl die Musik ja nicht mehr läuft. So, jetzt ist er auf jeden Fall weg. Wir können weiter gucken.
Och Leute, ihr werdet doch wohl irgendwo Batterien im Haus haben. Hier sind auch keine. Ich mache mal die Tür zu. Hier sind wieder Schubladen zum Gucken. Hier ist übrigens diese Nachricht, von der ich gesprochen habe. Sag, es geht überhaupt irgendeine Schublade auf. Nervig ist das. Oh, das kostet Zeit, diese Steuerung hier. So, und die unterste, komme ich so wieder nicht dran. Können wir wahrscheinlich gleich wieder drunter kriechen. Oh, was ist denn das? Bin ich total blöd und blind? Kann doch nicht nur eine Batterie in diesem ganzen Büro hier geben. Küche. Die Küche hat das Problem, dass wir uns hier nicht verstecken können. War klar. Wenigstens komme ich inzwischen so halbwegs mit diesem Versteckmechanismus zurecht. Was ist denn das für ein blödes Versteck, wenn er sich wenigstens hier hinter den Computer hocken würde, ja? Aber hier so mitten. Also mit wunderbarem Ausblick auf die Bürotür. Ach Mann, ey. Wo sind die Batterien, Leute? Ich will die Batterien haben. Es dauert auch immer so lange, bis die wieder weg ist. Ist sie das da oder ist das? Ah, die Musik ist schön, ne? Ich bin im Moment auch ehrlich gesagt eher genervt als verängstigt. Ja, so, und jetzt kann ich wieder raus oder? Die steht doch jetzt wieder irgendwo hier rum. Zumindest nicht in der Richtung hier. Wahrscheinlich steht sie da hinten um die Ecke oder so. Ich wollte mich ja hier in der Küche jetzt umsehen. Weil hier sind so viele Sachen zum Aufmachen. Oh, ich habe Angst, dass sie plötzlich hier neben mir steht. Ja. Und jetzt bitte das da drunter. Machst du jetzt die scheiß Schublade zu? Ich ignoriere jetzt mal die untersten zwei. Das ist Batterien, bitte. Hier werden doch wohl irgendwo Batterien sein. Wahrscheinlich im Kühlschrank. Oh, ey. Das ist ein Krampf, hier Sachen zu öffnen. Und jetzt kommen wir hier nicht durch. Jetzt taucht die Büro-Omi bestimmt gleich wieder auf hier. Wäre so wieder Zeit. Ich gehe mal wieder in Richtung eines Verstecks schon mal. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wo sie ist. Versteck dich einfach hier. Oh, wir haben erst eine Batterie gefunden. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, so viele Räume sind jetzt auch nicht mehr in diesem Büro. Wie viele Batterien brauchst du in der Taschenlampe? 2 bis 4. Ja, ich weiß, ist jetzt sehr spannend hier gerade. Ich finde, die Intervalle sind ein bisschen kurz.
bis sie dann wieder auftaucht und auf Jagd geht hier. So, ich riskiere es jetzt einfach, Leute. Keine Ahnung, wo sie ist. Scheint ja nicht hier zu sein. Batterien? So, ich glaube, hier hinten ist besonders gefährlich. Hier ist auf jeden Fall eine Lampe. Hier wäre ein Computer. So, natürlich keine Batterien. So, ich kriege jetzt mal hier unter den Dings, um die anderen Schubladen zu öffnen. Weil das ja alles so funktioniert, so wunderbar in dieser Engine. Kriege ich unter den Computer. So, da auf. Wo sind diese bescheuerten Batterien, Leute?